Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch gestern auf Instagram gefragt, welche neuen Videowünsche ihr denn so habt, denn ich werde die berücksichtigen und das mache ich schon gleich heute, denn ihr habt euch von mir gewünscht, dass ich euch wieder mal so unseren Wocheneinkauf zeige und ich habe mir gedacht, im Zuge dessen zeige ich euch auch noch gleich ein bisschen so unseren Vorrat, also was wir so zu Hause fix haben, was wir immer kaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, das könnte ganz interessant für euch werden und das passt nämlich ganz gut, denn wir machen uns jetzt auch schon auf den Weg. Schatz? Ja. Forma? Ja. Ja, wir fahren nämlich immer gemeinsam einkaufen. Bei mir ist es auch so. Aber ich muss jetzt noch kurz einen Blick, in den Kühlschrank werfen, was wir jetzt noch alles zu Hause haben. Schreibt mal in die Kommentare, fahrt ihr mit Einkaufsliste oder ohne Einkaufsliste einkaufen? Also ich schreibe mir eigentlich das meiste immer so aufs Handy schnell rauf, aber meistens schauen wir einfach kurz vorm Einkaufen davor nochmal so rein, was geht ab. Und es sind irgendwie eh immer so die ähnlichen Dinge, die wir kaufen. Außer so ungewöhnliche, außergewöhnliche Dinge, die nur so hin und wieder auswerten, die schreiben wir uns auf. Und wir haben ja auch eine kleine Vorratskammer, also unsere, wir sagen Speisekammer. Die zeige ich euch dann später noch. Da werfe ich jetzt auch noch einen kleinen Blick rein. Und jetzt düsen wir aber. Bist bereit? Ja. Let's go! Schatz, was ist die Regel Nummer 1 beim Einkaufen? Keine Ahnung. Wenn ihr einkaufen geht, geht nicht hungrig einkaufen, weil dann kauft ihr echt nur Blödsinn. Achso, ich weiß, das stimmt, oder? Das ist die Regel Nummer 1 beim Einkaufen. Und wenn man nach Hause kommt, dann muss man irgendwie noch was kochen und dann dauert es auch noch ewig und dann muss man noch einräumen. Dann wird man richtig grantig. Ja, das ist nichts. Also Regel Nummer 1 beim Einkaufen, nicht hungrig einkaufen gehen. Dann kann man auch so richtig am Süßigkeitenregal vorbeigehen. Kurzer Zwischenstopp, da müssen wir jetzt noch schnell rein, denn ich habe richtig schöne Herbstdeko geshoppt und zwar auch zwei neue Polster und da brauchen wir jetzt noch schnell so Polster-Innenlebenteile. Falls euch die Herbstdeko interessiert, ich habe es auf Instagram euch gezeigt. Haben wir es. Zwei Polster und fertig. Und eine Eule. Auf jeden Fall. Haben wir Süßkartoffeln? Zwei vielleicht. Es ist manchmal gut, ist nicht, oder? Ja, okay. Also ich muss sagen, die Gemüseabteilung ist mir immer die Liebste. Schau mal, wie schön bunt das schon alles ist. Schatz, was hast du gerade gesagt? Ja, so ein Tortel. So ein Tortel war er. Ja, so ein Tortel, was noch Speisel. Den riesen Kofferraum. Und ab nach Hause. So, du schleppst brav. Ja, für was trainiert man? Zu Hause angekommen und ich werde jetzt mal unüblicherweise nicht gleich alles brav verräumen mit Sascha, sondern ich werde euch jetzt mal hier einfach in der Küche mal alles schnell zeigen, ganz genau. So, jetzt bekommt ihr mal einen Schnellüberblick. Es ist echt sehr, sehr viel geworden und bezahlt haben wir 78 Euro und jetzt zeige ich euch das alles mal genauer. Okay, ich starte mal auf diese Seite, nehme ich gleich mal mit den Tiefkühlerdbeeren, die müssen nämlich dringend ins Gefrierfach. Ja, solche kommen einfach immer mit, sobald sie aus sind. Hier seht ihr schon, haben wir alles Mögliche an Obst und Gemüse. Hier ist noch ein Toast. Ja, da kommt das jetzt mal rein. Dann kommen wir mal zum Obst. Also, meine geliebten Feigen, die kaufen wir derzeit so, so gern, die liebe ich einfach. Dann haben wir hier Heidelbeeren und Himbeeren. Weiter geht's mit Bananen und Granatapfel. Ansonsten war es das eigentlich so an Obst. Wir kaufen sonst richtig viel Gemüse einfach noch. Avocado, Paprika, ihr seht schon, es sind 5 Paprikas für eine Woche, ja. Das ist relativ viel, wir kochen gar nicht mal so viel mit denen, sondern wir lieben die einfach so zum Snacken. Dann haben wir hier Champignons, einen Kürbis, es ist einfach richtig Kürbiszeit, also wenn ihr mal ein Rezept damit wollt, kann ich gerne machen. Kleine Tomaten und hier haben wir auch noch große Tomaten zum Kochen vor allem. Karotten lieben wir auch zum Snacken extrem gern. Brokkoli, hier haben wir noch Zucchini, Gurke, Frühlingszwiebeln und Salat, einmal diesen Kopfsalat hier
sagt man da Kopfsalat? Doch, ich glaube. Und Vogelsalat, also Feldsalat. Ja, also das war mal alles an Gemüse und Obst. Übrigens, wir kommen damit immer so ungefähr eine Woche aus. Und jetzt machen wir mal so mit den Kühlschrank-Milchprodukten weiter. Leider ist uns der kaputt gegangen. Schaut mal. Das ist der Hüttenkäse. Magertopfen nehmen wir meistens auch mit. Und was ich als Aufstrich einfach liebe, ist einmal Hummus. Und das ist jetzt so ein Aufstrich, den haben wir aber in verschiedenen Sorten immer. Der ist auch echt lecker. Das ist jetzt ein Kürbiskernaufstrich. Ich mag ihn aber auch sehr gern als Tomatenaufstrich. Und Mozzarella, da gab es heute nur diese Kugeldinger hier. Ah ja, und Hirtenkäse haben wir heute keinen gekauft, weil da haben wir noch 3 Packungen zu Hause. Frischkäse ist praktisch so zum Kochen, wenn man Gemüse abbrät, einfach ein bisschen so zum Dazugeben. Und heute auch mal Lachs, den kaufen wir nicht immer, aber das ist ein Bio-Lachs und er war reduziert, deshalb haben wir ihn mitgenommen. Und hier hinten an Milchprodukten haben wir noch Skyr, das nehmen wir immer mit. Griechisches Joghurt und heute auch mal wieder, nehme ich aber auch nicht immer. Das ist so ein Kokosnuss-Natur-Joghurt. Gibt es aber sicher auch bessere, das habe ich halt gerade gesehen und hatte richtig Lust drauf. Und eine Packung Milch, aber ansonsten haben wir sehr, sehr viel pflanzliche Milch, die kann ich euch dann noch zeigen. Und dann auch noch Eier, also zweimal diese Eier hier. So, dann an Vorräten Oliven. Wir lieben Oliven, wir kaufen da immer diese kernlosen. Diesen Toast hier habe ich heute entdeckt, oder wir besser gesagt, und der klang sehr spannend, nämlich ein Eiweißtoast. Habt ihr noch nie gesehen und haben wir uns gedacht, den nehmen wir mit. Außerdem noch Dinkelbrot, also wir lieben einfach frisches Brot, weil einfach so mit Aufstrich, mit Gemüse, das schmeckt einfach mega. Dann haben wir hier noch Tortillas, die Vollkorn-Tortillas, wieder Mais und den kaufen wir auch hin und wieder, aber ist jetzt nicht das Gesündeste, sage ich mal, und zwar einen fertigen Pizzateig, aber das ist einer mit Dinkelmehl und Weizenvollkornmehl, also gesünder als sonst auf jeden Fall. Und seht ihr das? Chips, weil wir sind heute noch eingeladen und da bringen wir diese 2 Hummus-Chips mit. Die sind aber von den Nährwerten her gar nicht mal so schlecht. Aber hin und wieder darf es ja sowieso sein. Ah ja, und vergessen, Reis. Jasmin-Reis. Den lieben wir für unsere ganzen asiatischen Bowls und so weiter. Ja, also das war unser Einkauf. Wie gesagt, 78 Euro. Und jetzt, nicht wundern, die Jalousien habe ich zugemacht, sonst blendet es so rein, dann hättet ihr alles so schlecht gesehen. Jetzt zeige ich euch noch unseren Vorrat. Also was wir noch so einfach immer zu Hause haben, weil so Sachen wie Nüsse, Haferflocken, Müsli, Nudeln, ganz viele so Sachen kaufen wir eigentlich meistens bei Process. Und was wir genau haben oder auch andere Sachen hatten wir einfach noch zu Hause, das zeige ich euch jetzt mal. So, einmal haben wir hier diese Schublade. Das ist mal ein bisschen so Backsachen, also eher so die ungesunden Sachen, sage ich mal, wie Kochschokolade, irgendwelche Perlen, irgendwelche Bittermandelzeugs. Die sind aber nicht ungesund, die kann ich euch gleich zeigen. Das sind die Process Yummy Drops, die sind super zum Süßen, zum Geschmack geben. Dann haben wir hier ganz viel so Süßungssachen wie Agavensirup, Process Schokosoße, dann hier Ahornsirup, Reissirup, Dattelsirup, also die Sachen sind super. Dann hier ganz viele so Sachen wie gemahlene Mandeln, Kokosflocken, solche Kürbiskerne, also Sachen Sesam, Sonnenblumenkerne. Und hier drin haben wir dann noch so unsere Mehl- und Zuckerabteilung. Einmal zum Beispiel so Mandelmehl, Kokosnussmehl, Xylit habe ich aber auch vom Process. Vollkornmehl und Weizenmehl. Ja, alles so Sachen. Das habe ich letztens beim DM gesehen. Kichererbsenmehl fand ich auch spannend. Und hier ist unsere Snack-Schublade. Ja, wir haben auch ungesunde Snacks. Ich muss dazu sagen, die ist sehr lange immer voll. Aber wenn zum Beispiel Besuch da ist oder auch so hin und wieder, will man sich auch mal was gönnen. Aber ich bestehe darauf, dass in dieser Schublade auch gesunde Snacks sind. Zum Beispiel Kokoschips. Diese haben wir immer. Diese Crispies, alle möglichen Sorten. Auch diese Crunchy Apple Slices. Pop-Ups. Boah, die sind so lecker. Das ist alles von Process. Und auch hier zum Beispiel alle möglichen Riegel. Da haben wir echt immer sehr, sehr viel zu Hause. Und jetzt schauen wir noch hier rein in unsere
Abstellkammer. Also ich muss gleich mal dazu sagen, die ist jetzt nicht super schön oder so, sie ist einfach nur eine Abstellkammer. Hier haben wir alles mögliche an Öle, auch zum Beispiel so asiatische Öle, so Zeugs. Unten seht ihr gleich Kartoffeln, Zwiebel, Risotto-Reis. Hier zum Beispiel so Sachen wie Maisgrieß, Dinkelgrieß. Und hier ein bisschen was für Findus. Und dann kommen wir schon zu der ersten Box. Da sind so gewöhnliche Sachen wie asiatische Nudeln, normale Nudeln, Tortellini, Gnocchi. Also so Sachen, Reis haben wir auch zu Hause. Aber was wir lieber benutzen, sind diese Nudeln hier. Also die haben wir schon immer zu Hause. Aber am liebsten haben wir eigentlich diese pflanzlichen, sehr proteinreichen Nudeln. Das ist zum Beispiel aus Linsen. Die sind halt mega cool. Und hier sind auch noch so Sachen drinnen wie Tofu. Jetzt gibt es auch Seitan bei Prozis. Dann haben wir die ganzen Nussmusse hier drinnen. Und die ganzen Müsli-Sorten, die es jetzt auch neu bei Prozis gibt. Also das ist ein bisschen so das Trockensortiment. Dann haben wir hier alles mögliche an Dosen und Glassachen. Also hier haben wir zum Beispiel Sojasauce. Einfach alles, was in Dosen und Gläsern ist. Apfelmus, Oliven, Tomaten, dann passierte Tomaten. All das ist hier drinnen. Und dann haben wir hier noch eine Box. Das sind alles so Sachen wie Nüsse, Spirulina. Also das ist eigentlich alles das von Prozis, was in solchen Säckchen kommt, sage ich mal. Quinoa, Cashewnüsse, das sind immer so die offenen Sachen und das darunter sind so die neuen Sachen. Also richtig viele Sachen, wie ihr seht. Und hier haben wir noch einen Abteil mit den Thunfisch-Sachen. Die isst Sascha manchmal. Ich esse die eigentlich gar nicht. Und genau hier haben wir auch noch unseren Vorrat an Energy Balls von Prozis. Sind auch mega lecker. Ah ja, und hier oben sind auch noch unsere pflanzlichen Milchsachen, wie zum Beispiel Soja, Soja-Schoko, Reismilch, all das. Orangensaft haben wir auch. Schadet auch nicht, wenn man zu Hause hat. Puh, jetzt fällt mir mein Arm fast ab. Das war alles an Essen, was wir so zu Hause haben. Also eine Abstellkammer ist einfach praktisch, wenn man hat. Würde mich generell mal interessieren, ob ihr findet, dass das viel Vorrat ist oder wenig. Also wir haben einfach immer ein bisschen was zu Hause und so frische Sachen, wie gesagt, die kaufen wir dann einfach immer. Und jetzt muss ich aber die Sachen echt mal in den Kühlschrank reinräumen. Ich hoffe, dass euch dieser Einblick gefallen hat, auch in unsere geheimen Schubladen und Schachteln und Boxen und Prozis Vorräten. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Bis dahin, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!